Es ist Freitag. Scheiß Uploadplan. Hallo, meine Freunde des gruseligen Geschmacks. Willkommen beim Fright Talk. Ich kann es euch sagen und ich sage es jetzt einfach, weil es ist absolut krass. Ich nehme das noch direkt nach Amnesia, nach dem Ende auf hier. Ich konnte nicht eine Woche warten, um dieses Spiel anzufangen. Wir spielen Pineview Drive. Ja, Pineview Drive. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Dieses Spiel erkennt, ob ihr Angst habt. Wie es das genau macht, es schaut wohl, wie eure generellen Mausbewegungen sind und sollten die an einer Stelle etwas zu heftig sein, verliert euer Charakter in-game Leben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ja, dann geht's los. Ja. Wenn ich hier rüber gucke, Jana sitzt da und überwacht meine Herzfunktionen. Wald, ja. Ah, das kann ich aus dem Trailer. Der aktuelle Spielstand wird automatisch jeden neuen Spieltag gespeichert. Nee, du fasst mich an. Während dieses Spiels. Tag 1. Cool. Boah, das ruckelt dann doch schon ein ganzes Stück. Obwohl, es geht. Sagt mir mal, wie ihr das empfindet. Ruckel, ruckel. Es geht. Kurz rausgetappt. Ich will nämlich hier noch was einstellen. So. Damit Jana das volle Genuss, das volle Genuss. Volle Genuss. Ja. Also, wir befinden uns am Pineview Drive. Die Gargoyles sind ja schon mal geil. Ich habe von diesem Spiel noch nichts gesehen. Gar nichts. Bleibt die Grafik so? Genieße die Helligkeit. Ah. Du wirst es im Spiel nie wieder so hell haben. Gut. Vor allem auch nicht so lange. Ja, die Gargoyles sind schon mal sehr geil. Ist schön. Ja. Dieses Spiel ist übrigens von den Machern von Landwirtschaftssimulator. Nur damit ihr euch schon mal darauf vorbereiten könnt, wenn ich gleich Trecker fahre. Oh, Fliegenpilz, yummy! Doch, Landwirtschaftssimulator. Aber es ist schon sehr schön. Die Grafik ist echt. Rennen kann ich auch. Hervorragend. Ja. Werde ich das auch öfter? Springen kann ich nicht. Musst du auch nicht. Rennen, ja, wirst du bestimmt öfter machen wollen. Wo soll ich denn hier den? Ja, dann guck dich doch mal um. Ein Auto älterer Bauart. Ja, damit bist du hergefahren. Ah. Drehst du bitte wieder um, du möchtest da rein. Ja, ich mag das. Leute mit Metawissen, die mir sagen, was ich zu tun habe.
habe ja auch nicht viel mehr. Oh, es leuchtet sogar. Sehr gut. Ich bin manchmal blöd. Es ist lange her, dass wir gemeinsam hier gewesen sind. Den Erzählungen zufolge hat hier seit Jahren niemand mehr länger als 30 Tage überlebt. Mir bleibt also nicht viel Zeit, wenn ich herausfinden will, was damals mit Linda passiert ist. Ich sollte zunächst einen Weg in das Haus finden. Genieße einfach mal und schau dich einfach mal um. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man sich den Garten angucken kann im Hellen, aber ich denke, so hell wirst du ihn auch nie wieder sehen. Und von dem her vielleicht... Gut, ich mach mal einen Jog ums Haus. Ja. Weil, also, allein weil es mich interessiert, weil ich ihn einfach mal gern sehen möchte. Die Rosen sind wunderschön. Linda hätte sie genug. Guck mal, wie geil. Slytherin. Na, da guck ich lieber nicht hin. So. Nackte Weiber auf YouTube. Aber das ist doch nur Figuren. Das reicht. Echt? Vielleicht. Ja, ist gut. Geh doch da jetzt nicht, du willst ins Haus. Lass mich doch einfach mal erkunden. Ja. Doch, Landwirtschaftssimulator. Nur weil du es dazu machst. Ja und? Batteries. Aber wie zu wissen. Und ein Schlüssel. Ja, dann nehmen wir doch mal mit. Schlüssel sind immer gut. Kann man hier wieder fahren. Mhm. Ich kann nicht springen, das nervt mich. Was ist das denn? Scary, scary. Das war mal ein schöner Nadelstreifen. Ach ja, guck mal einer an. Kann ich mit jedem Schlüssel alles ausschließen? Nein. Hast ja gemerkt, oder? Ja. Du musst immer passende Schlüssel. Habt ihr das gesehen, der Libelle? Und hier liegen noch mehr Batteries. In der Batterien im Freien. Fragt. Kann er jetzt noch so schön machen? Diese ganzen nackten Statuen gehen mir auf den Senkel. Ja, ich auch, aber ich kann sie mir nicht angucken. Eine Mutter kommt. Noch mehr Batteries. Wie lang halten Batteries? Nicht so lang. Okay. Also wenn du sie dauernd anhast. Das hat mir bei Amnesia sehr gut gefallen. Einfach rausgeholt. Und ja, nee, hier musst du dann. Aber das ist immer gut zu merken. Okay. Hast du deinen Charakter eben gehört? Ja, er hat dich erschreckt schon. Ach so? Ja, du hast doch eben gehört. Mhm. Ja. Das ist nicht so toll. Wie kann denn das sein? Weil ich stehen geblieben bin wahrscheinlich. Ja. Übrigens, siehst du für die Leute, da wo deine Kamera drüber ist, da ist der Balken. Der Lebensanzeige. Zeig's euch. Hallo meine Freunde, der... Ach so, da waren wir schon. Nein, ihr seht, ich bin etwas nach unten gewandert.
riesiges Haus, gell? Mhm. Und die haben einen Frosch? Yay! Yeah. Mhm. Dazu muss man sagen, wir haben auch einen Frosch. Also nicht bei uns, sondern bei den Nachbarn und der Nacht. Hallo, liebe Nachbarn, falls ihr das seht. Möglich. Ah ja. Guck da mal, sitzt er sogar. Ja, natürlich. Kannst du gucken. Mach ein Blatt. Ja, ich hab's vor. Das sind zwei. Wie war das, wenn man Kröten leckt und so? Was guckt die denn den Felsen so böse an? Batteries! Die Batteries gibt's hier en masse. Mhm. Gehst du mal zur Tür, bitte? Du willst da rein? Ja. Wo liegen denn Schlüssel, wenn du an Türen stehst? Es tut mir leid. Die Tür ist gerade durch mich durchgegangen. Ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Die Tür geht selber zu. Boah. Schön, ne? Mhm. Das war eben das Türen zu Fallgeräusch. Guck mal, das Lichtschalter, die kannst du anmachen. Cool. Guck mal. Steck. Und ein Teflon. Das ist nicht wieder ausgemacht. Also du hast für den Raum mehrere Lichtschalter. Schön, Tapete kaputt. Guck, und da gibt es immer noch Kerzen, auch noch. Mhm. Es gibt immer noch die Möglichkeit, Lichtquellen halt sind spärlich gesehen. Okay. Die erste Tür hast du außen lassen. Das ist wieder nur der eine Schalter, nehme ich an, für die. Ja. Für den Flurbereich, ja. Tut mir leid, aber ich denke dran, du sollst ja einen Hinweis finden, du musst Türen aufmachen. Davon gibt es hier wahrlich genug. Hier gibt es auch noch einen Lichtschalter. Ja, den habe ich mir gerade. Hast du dir schon gedenkt? Ist ja ein bisschen eng da, war. Oh, da steht was, habe ich gedacht. Ganz ruhig. Guck mal, die ist doch hübsch. Die Stadt. Schlitzel. Ein Schlitzel. Wieder die Tür durch mich durch. Oh. Dann stell dich halt anders hin. Gehst du auch rein in die Räume? Nö. Ach so. Kannst du den Spielton mal ein bisschen lauter machen, oder? Wir können es probieren. Die sind sogar abgezählt. Ja. Ja, Geräusche sind nämlich auch wichtig. Oh, mein Schlüssel. Ah. Kann ich jetzt wieder gehen oder brauche ich noch was? Das weiß ich doch nicht. Siehst du denn noch was? Nee. Das ging ja nicht, genau. Hätte ja sein können, dass du mittlerweile einen Schlüssel hast. Ich habe jedes Mal das Gefühl, ich werde schlagen. Oh, noch mehr. So, jetzt hast du 10. Mehr kannst du nicht tragen. Und da du die im 5er-Pack aufnimmst, lass er so lange liegen, bis du wieder 5 frei hast. Weil sonst ist es ja Verschwendung. Ich nehme die... Nein. Du rauchst nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Guck mal, eine Kitty Cat. Ah. Guck mal, und da stand eine Kerze. Kannst du mal anmachen gehen? Also, das brauchst du nicht, aber nur damit du weißt, wie es geht. Guck mal. Oh. Ah, schön. Wie ein großer. Da liegt was, da liegt was. Wird schon dunkel? Ja. Wieso wird denn das schon dunkel? Weil das ist ja schon... Du hattest jetzt die längste Hellphase. Guck, jetzt hast du das Licht nur von der Kerze. Und dann kannst du aber noch das Licht im Raum anmachen. Gott sei Dank. Ja, ist auch nicht viel heller.
solltest eine Taschenlampe finden. Merkst du das? Es wird immer. Jetzt probier die vorne noch, die Türen immer. Du hast noch Schlüssel. Guck mal, ging, ja? Ja. Licht anmachen vielleicht. Du was siehst. Oh Gott. Also jetzt setzt bei mir schon langsam die Gänsehaut ein. Ja, diese leeren Räume, ne? Mhm. Aber sind echt so. Was ist hiermit? Die Tür nicht. Das ist nur Deko. Das ist doch ein Licht, was du hast im Raum. Mehr ist hier nicht. Kannst du dann noch in die Haupthalle, ging es ja noch eine Etage höher. Ja, aber ich habe hier unten ja noch nicht wieder alles ausprobiert. Weil ich dachte, das ist ein Spezialschlüssel. Da war ich schon. Du hast doch alles schon durchprobiert. Nein. Ja. Die hier? Ach so, die. Die hatte ich gestoppt. Aber die war doch schon offen. Die ging, die warst du drin. Genau. Gut. Ich wollte es nur noch mal, nicht, dass ich. Warum ist hier kein Licht? Da musst du jetzt hier gibt's gleich einen Lichtschalter. Hier unten auch. Da ist er noch. Halt die erste Tür noch. Ja, das brauchst du ja nicht. Ist ja nicht. Heller wird's nicht. Ich finde auch die Spiegel immer sehr eklig. Guck. Ja, ja. Mehr ist nicht. Darf ich dir schon verraten, das ist der Raum, wo du schläfst. Das ist dein Raum. Du machst sie dicht. War da nicht noch eine Tür? Äh.
keine Ahnung, was war. Ach so, wenn du näher kommst, ja, dann dass das Licht zwischen und mal aus, also wie an, ja. Das. Oh. Ich weiß nicht, ob das zum Spiel gehört. Der Landwirtschaftssimulator. Immer dran denken. Die gingen nicht, ne? Ja, jetzt habe ich anscheinend was verpasst. Gut, das war Pineview Drive. War gar nicht so gruselig. Du bist ja auch noch nicht durch. Du hast... Du hast irgendeine Tür noch nicht aufgemacht. Also, irgendwie haben wir doch eine Tür übersehen. Vielleicht noch mal ein bisschen rumgucken. Wie gesagt, irgendeine Tür haben wir verpasst. Hinweise sind so Zettel auf dem Boden, die du findest. Und wie gesagt, dir fehlt ja auch noch für die ganzen Batterien, die du findest, eine Tasche. Von einem Raum in den anderen geht's nicht, oder? Nur in Räume, in die du also jetzt noch nicht kommst. Also okay. Später geht's ja schon. In dem ersten Raum, wo du warst, gab's ja noch eine zweite Tür im Raum, aber nicht. Das war aber eben noch nicht. Ich würde auch sagen, das war eben nicht. Okay. Jetzt komme ich mir vor wie bei Ghostbusters. Rockt. Aber machen kann, also die Türen von Schränken und sowas, das geht nicht, ne? Nee. Gut. Alles, was du machen kannst, siehst du so. Was dir noch fehlt, ist die Taschenlampe. Und ich weiß nicht, warum wir die nicht finden. Aber das war definitiv eben nicht so. Wieso ist er erschrocken? Ich habe überhaupt nichts mich bewegt. Und er hat Leben verloren. Ja, hallo, du hast aber ein Geräusch gehört, oder nicht? Ach so, das kann ich nicht beeinflussen. Nö. Ich dachte, das... Das kannst du nicht beeinflussen. Entschuldigung, wenn hinter dir plötzlich jemand Klavier spielt. Ich habe keine Angst. Also ich bin auch überhaupt nicht erschrocken gerade. Guck dir das Klavier doch nochmal an. Vielleicht ist da jetzt was... Wenn Dinge passieren, dann könnte es vielleicht sein, dass man weiterkommt. Aber ich sehe nichts. Siehst du was? Okay. Gut. Dann weiter. Ich habe viel zu viel Spaß. Nächstes, die Türen musst du nochmal. Aber doch schon. Da ging es noch nicht rein, ne? Die Tür? Die? Das war die mit dem. What the fuck? Furzende Geister. Streichhölzer findest, darfst du die auch einsammeln. Zum Beispiel die. Mein Schlüssel. Ah, siehst du? Ich hab's doch gewusst. Jetzt darfst du gleich nochmal zurückgehen. Das verrate ich dir. Ich bin nett. Oh. Ich weiß nicht. Nee, oder? Ich weiß nicht. Ich bin nett, aber ich sag... Probiert sie erst. Ja, probier mal. Die erste, da waren wir ja. Da ging nicht, genau. Das ist der creepy Raum mit den Büchern. Okay, dann war's vom. Da war noch eine Tür, oder? War die schon auf? Die erste hier vorne? Ah, stimmt.
Ach so, nee, gut, war schon auf. Aber da war, das war der Raum mit dem, wo es noch eine Tür gab. Was denn? Nichts. Ah ja. Schnimm Äppel. Schnimm Äppel. Ich glaube, die würde ich, wenn das 20 Jahre leer stand, würde ich dir aber, oder keine Ahnung, was. Ja, passiert. Aber dann sehen die auch nicht mehr so frisch aus. Dann sind es wahrscheinlich Wachsäpfel. My favorite. Wer liebt Wachsäpfel? Wenn ihr alle meine Videos guckt, dann wisst ihr, wer es ist. Ich weiß es. Gut. Halt. An den unten war es jetzt. Hoch. Okay. Nee. Ah. Der Schlüssel. Da ist der, ja. The key to the room with a dash lamp. With a dash lamp. And now there is nothing else. Ja, dann war's das. Dann darfst du jetzt nochmal weitere Räume abklappern. Guck mal, so genau. So funktioniert die Taschenlampe. So, jetzt Hinweis finden. Das ist dein Zimmer. Ah, jetzt darfst du die Batterien einsammeln. Right. Yay! Und wie viele kann ich da mit mir rumtragen? Das weiß ich nicht. Ich nehme an, wie viele. Ach, die gefällt dir, ja? Ja. So, ich möchte mich jetzt hinlegen, liebes Spiel. Schlafen. Aber du musst einen Hinweis geben. Ja, ich hab schon mit. Lieber Spieler. Deine neue Batterie brauchst du erst, wenn deine alle Balken weg sind. Und der letzte Balken, der bleibt, also der. Ja, aber jetzt. Geh alle Räume halt nochmal durch. Und fang unten an, da waren noch so viele Batterien rumgelegt. Ach so, okay. Gucken mich die Engel eigentlich schon immer hier oben an? Ja, denke ich. Ah ja, gut, die sind nochmal unten. Ach so, weil du vorhin das Gefühl hast, unten gucken dich Engel an? Mhm. Ich hätte es dir auch nicht sagen können, ganz ehrlich. Ich habe auch nicht mal gesehen, dass da Engel waren. Aber die sind schön. Ich war dafür, dass wir auch Engel aufbewahren. Siehst du? Nee. Nee. Und jetzt siehst du ja, da ist deine Taschenlampe aufgeladen. Du hast viel Licht. Mach sie lieber aus, weil du hast ja schon in dem Raum viel Licht. Weil wenn du dann, wenn die leer ist, dann hast du wenig Licht. Wenig Licht. Dann flackert sie auch. Aber flackern ist auch nicht immer schön. Das hatte ich eben schon. Also, danke. Das stand aber eben auch nicht. Aber es ist schön. Es macht das Zimmer ein bisschen größer, wa? What the? War das bei dem Let's Play? Ja, gut. Ist nicht random. Angekommen im alten Landhaus. Es machte einen ruhigen Eindruck. Ich erinnere mich. Das habe ich damals geschrieben. Draußen ist ja wieder hell. Nee, jetzt hast du ja einen Hinweis gefunden. Jetzt ist der neue Tag. Du hast überlebt, Jan. Den ersten. Yay! Guck mal, bist du wach? Hast da drin schön geschlafen mit deiner Spieluhr?
beeil dich lieber, solange es noch hell ist, weil jetzt ist noch hell, du siehst noch sehr viel. Es ist vor allem cool, du hast ein Zimmer, wo du gar kein Fenster hast und es ist hell. Geh los, es wird sonst wieder dunkel. Ich wollte Spielbusch hören, aber ich darf nicht. Ich hatte vorhin gesagt, du wirst im Spiel nie wieder so hell haben, weil nutzt die Zeit, solange es hell ist, weil es ist. Die Taschen noch. Ja. Das ist eine gute Idee. Die Batteries. Die Batteries around. Geht auf, ja, genau, geht auf die Uhrzeit an. Weil solange es hell ist, weil du wirst jetzt gleich sehen, wie schnell es dunkel ist. Fängt nämlich schon an. Mehr als 5 werde ich nicht halten können, genau wie beim. Wahrscheinlich, ja. Und dann da war doch auf dem Picknick gekommen. Weil dann ist es nämlich cool, dann kannst du auch in den Raum gehen und du musst nicht immer noch den Lichtschalter sehen, sondern kannst du direkt eine Taschenlampe rein. Boah, ey, krass, wie schnell das geht. Ja, jetzt ist nämlich schon wieder. Im Haus ist jetzt wieder Kacke. Der soll nicht den ganzen Tag verpennen. In dem Grusenhaus? Der ist wie ich. Wie der überhaupt kennen kann, frage ich mich. Ich kann auch überall schlafen. Wenn ich die Möbel umstellen, vor allem besonders. Ah, jetzt testen wir es. Aber wie du siehst, das war cool, hat gerockt. So. Jetzt erstmal Light anmachen. Warum ist es eigentlich überall wieder aus? Ja, weil der Tag ist. Muss überall wieder Also im Grunde muss man jeden Tag auch jede. Ja, die Möbel wieder hingestellt. Die schön. Ja. Muss man jeden Tag auch wieder jedes Zimmer abgehen. Ja. Weil es könnte sich was verändert haben. Immer noch mehr Licht anmachen. Ja, es geht nicht mehr Licht. Aber irgendwann kommt es natürlich immer weiter, dann weißt du. Siehst du, und der lesende Geist hat auch wieder alles eingeräumt. Nice. Schön. Also aufräumen ist doch gut. Ja. Komme ich klar mit. Ja. Eben. Ach, sind es mehrere? Weiß ich doch nicht. Gut. Du hast doch eben gesagt, der Bücherlesende. Ja, ja. Der andere ist halt so ein Einrichtungsgeist. Fetischist. Der war ehemalige IKEA-Mitarbeiter. Ja. Deswegen baut er ja so viele. Ach, er baut auch Möbel? Nicht. Nee, stell dir mal vor, die Panik. Du stehst eines Morgens auf und vor dir steht Billy. Nein, Spaß beiseite. I'm the best. Around. Nope.
Taschenlampe. Taschenlampe an. Mach doch mal die Taschenlampe an. Hallo. Guten Tag. So. Das ist aber schön, volles Zimmer. Mhm. Wow, hier gibt es ja viel zu sehen. Der Tisch. Das ist ja geil. Sieht gut aus. Guck mal, hier war es ja so viele. Schreibtisch. Guck mal, Schlitze. Diese Engel gehen mir auf die Säcke. Das ist nicht mehr feierlich. Also diese Musik mag ich ja immer. Das ist so aufflammend. Das ist immer so, als wenn so... Hast du die umbekommen oder wo du die Dinge? Ja, ich will nur mal gucken, ob nicht noch was, weil du sagtest ja. Ich habe das Gefühl, das sind so riesige Schränke, dass man vielleicht, dass einer sich von denen bewegen lässt und dass dahinter vielleicht eine Tür sei. Ich glaube, du findest, warum rumlaufen? Ich finde es, glaube ich, noch genug Türen. Immer diese Geister, die Lichter an und ausmachen. Das hört sich aber auch schlimm annehmen, oder? Ach ja, hier war ich doch schon. Aber du hast auch einen neuen Schlüssel. Ja. Ach so. Das, da drin in dem Raum gibt es ja noch eine Tür. Flop, ich bin auch ein Geist. Das ist ein Ende vom Spiel. Also, Ende vom Spielverrat. Ja. Recht, jetzt wo ich auch weiß, dass da hinten diese Engel sind, weil diese Flügel, das sieht immer aus, als würde da was stehen, ne? Hier war der Lesegeist. Ja, hallo Lesegeist. Das ist sogar schon. Oh, okay. Hallo. Wie oft diese. Ja, das ist doch der Typ. Die ist auf. Ja. So, das ist die Tür. Ja. Sind da mir die Tür zugehört? Nee, ist halt einer Psst gemacht. Ach so, ja. Ich glaube, bestimmt der Lesegeist. Du solltest vielleicht doch lauter machen. Kann ich nicht. Also nicht in die Spiele des Dings. Doch, das Problem ist, dann ist es aber auch. Ach, nicht auf. Aber guck, da ist schon ein Balken von der Wünsche weg. Wir hatten einen schönen Tag am Meer. Nachts wurden wir durch Geräusche im Haus wach. Ich konnte aber nichts entdecken. So, meine Lieben, das waren jetzt zwei Tage im Leben des Protagonisten. Wir sind bei Tag 3. Und ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause. Und dann sehen wir uns. Was heißt eine kurze Pause für mich? Für euch eine Woche. Also, wir sehen uns dann nächste Woche beim Friday Talk. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Hinterlasst mir unbedingt einen Kommentar. Und unbedingt abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Ciao.